Hier waren noch 33 Grad drin. Das dauert schon einen Moment, bis das hier einigermaßen gekühlt wird. Zumal hier auch eine Wendeltreppe nach unten ist, ne? Also, was hier vorbeifliegt, fällt runter ins Wohnzimmer. Genau. Handschuh, Helm. Ja, genau, so ein mobiles Gerät. Hab's heute zum ersten Mal an dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich sie gar nicht an. Ne, doch, letztes Jahr hatte ich sie auch an. Oh, das ist schön. So, für insgesamt vielleicht 10 Stunden. Nein, nur zum Stream hatte ich sie an. Ah, ich würde schon gerne wieder ein bisschen dunkler machen, ne? Zu ihm soll ich, ja? Na, komm, machen wir das mal. Ja, aber es sieht schon ein bisschen besser aus. Vom Gamma-Wert her. Okay. Was geht, Alter? Alright, to get by, pal. Sorry, you have to go around, Kaz. Okay. Wo geht's noch weiter? Da hinten wahrscheinlich, ne? Wollen wir es versteckt? Nein. Halte gedrückt, um Leitern zu greifen und benutze bla zum bla. Muss ich gedrückt halten? Ich lass mal los. Oh, ja. Ja, noch geht's, ne? Ich find's auch nicht so wild. Also letztes Jahr und alle Jahre davor habe ich extrem geschwitzt. Boah. Muss aber auch dazu sagen, dass ich, also allein in den letzten 3 Monaten habe ich 6 Kilo abgenommen und seit letztem Jahr insgesamt vielleicht 9 Kilo. Oder was soll ich nehmen? Ich vermute einfach mal, dass ich deswegen ein bisschen weniger schwitze, weil schwül war es ja wie Sau. Aber es ging trotzdem, es war okay. Ja, geil, ne? Also ich habe schon sehr viele Diäten gemacht in der Vergangenheit. Die haben auch alle funktioniert. Aber mit Jojo-Effekt. Und der Grund, warum ich im Moment abnehme, ist finanzielle Notlage. Ich esse nicht. Oder sehr wenig. Und dann geht das ruckzuck. Need a hand there, fellas. A cleaning. No. I can scale this hero by myself. No, we're all right. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You give me less lip. Nah, he loves it. McCleary, my office. Don't make me ask again. Ja, Lieferdienst bin ich gar nicht so der Mensch dafür. Be all right, Kaz. Also, we all get a turn. Ich hatte auch schon, also ich habe jetzt aktuell 106,9 Kilo. Ich hatte auch schon 135 Kilo. Weil früher war halt sehr viel Lieferdienst, allein auf der Arbeit, 3-mal die Woche. Und dann zu Hause mit meiner Ex-Frau, viel McDonald's und Burger King und so. Und 2020 haben wir uns getrennt, ne? Seitdem wohne ich hier alleine. Seitdem habe ich auch kein Mc's mehr gegessen oder sonst wie irgendein Fast Food. Aber es kam schon vor, dass ich mir so 3-mal im Jahr ein Schnitzel bestelle oder mal eine Pizza oder so.
aber auch dieses Jahr noch gar nicht. This one's all yours. Also ein Jufka oder ein Döner, das kann mal vorkommen. Aber auch eher selten. Fuck! Alter, zum Glück habe ich einen Helm auf. Oh, was geht, Männer? Alright, Roper, what's the problem? Don't usually see you down here. Ah, Drell's acting up this morning. Got the crew running around like blue-ass flies, but they cannot make head or tail of it. Is that yous behind schedule then? No, not yet. Ja, genau. Man sollte sich mal was gönnen, aber keine Gewohnheit. Das stimmt. Das stimmt. Look, you better get up there. The bossman sounds raging. Ja, letztes Jahr bin ich dann halt noch hin und wieder zum Griechen gegangen. Der ist gerade die Straße runter. Das ist immer wieder was Feines. Oder, oder Anfang des Jahres, so bis April vielleicht, hatte ich öfter Dinge bestellt, sei es Kaffee oder sonst wie irgendwas, wo ich halt günstig was herkriege. Und dann bin ich immer mittwochs, bin ich dann auf die Postfiliale hier oder auf die Außenstelle der Post, weil eine Post haben wir nicht mehr. Und hab dann mein Paket abgeholt und direkt nebendran ist der Dönermann meines Vertrauens. Sprich, ich bin immer erst hingegangen, hab gesagt, Digga, Jufka mit Schafskäse, ich hol schnell mein Paket. Ja, dann bin ich da rein, hab dann mein Jufka gegessen und mein Uludag dazu getrunken. Stay on the path, mate. A cargo hoist will crush you if you get close. Und dann wieder nach Hause. Ich habe sogar schon drüber nachgedacht, dem eine Kooperation vorzuschlagen, dass ich da ein paar Flyer auslege im Dönerladen. Jesus, Scooby, give me a heart attack. Oh, sorry, mate. Und, can I ask a wee favor? What do you need, Scoob? Oh, could you do me a quick fix on the crew? Das was weiß ich, wenn die sich was für 10 Euro holen. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the big man get you down, alright? 50% auf den Sub kriegen bei mir. Und wenn sie bei mir einen Sub holen, dass ich 80 Cent Rabatt kriege bei ihm. Oder einen Euro, je nachdem. Und wo soll ich hin? Dahin, okay. Und, ja, das wäre ganz cool gewesen. Versteckter Zucker in Getränken ist halt Gift. Ja, auch eine ganz schlimme Sache. Aber ich trinke nur Wasser, tatsächlich. Ich trinke nur Wasser und Tee. Alter, da laufe ich ja schneller. Soll ich da hin? Anscheinend. Ja, ne, eigentlich eine geile Idee mit dem Dönermann. Aber dafür ist das alles hier noch viel zu klein. Das würde noch nichts bringen. Helipad, aber wir wollen zum Admin. Da, Administration. Zu. Gehen wir oben rum. Well, you'll be fucking go. Übrigens habe ich gestern mal angefangen, Hörbuch aufzunehmen. Naja, also. Ah, Mr. McClary. Dieses Buch. So glad you could join me and sorry to have got you out of bed. Shut die Sagen der Germanen, ne, nordische Mythologie und so. Das sind so Kurzgeschichten. Habe ich gestern mal die erste
shit. Aufgenommen. Technically it's not shit. Shut your gob, voll begeistert, prick. Voll geil. I am sick, sick to fucking bokeh of you, you gobshites messing with my operation. That chef might be a mate of yours, but he does not Boss, run genau. Things around here. I do. Do you understand me? Zack, gekündigt. Why don't you just get on with it? Don't you answer me back? You might be the height of shite on Er sieht ein bisschen aus wie der Erfinder von Gremlins. Wisst ihr noch? I am the fucking am Anfang. King. Seiner Zahnpasta und Zahnbürstenpistole und Schminkpistole und so. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clacky gobshite. I've got here some other who can make a more positive contribution. Den schmeiß ich über Bord. Shut it! I'm in a meeting. What? Fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. Ja, you've stimmt. Got a fucking drill, so drill through it. Sieht echt feucht aus. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it. Or I'll come down here myself. Is that trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Ist doch immer letzter Tag. Come on, ist doch egal. Man. It's only a wee bit of trouble with the polish. I'm good with the lecky. I keep things running, you said it yourself. Out! Gav my rig! Die Physik finde ich sehr geil. Unten schon bei der Plane, jetzt hier bei seinen Dingens, ne? Ich hätte auch schlechte Laune, wenn es im Büro regnet und ich einen Latexmantel tragen muss. Ja, das stimmt. Guter Punkt. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Das ist wahr. Das ist wahr. Tatsächlich hatte ich so einen Chef auch mal. Da war ich Gott sei Dank nicht lange in dieser Firma. Wie lange war ich denn da? 6 Monate. Und dann wurde ich zufälligerweise... Oh, das wackelt aber hier. Dann wurde ich zufälligerweise von einer anderen Firma abgeworben. Alter. Wackel, wackel, wackel. Ja, was willst du sagen von mir? Soll ich jetzt... Da hier, Physik. Cool. Soll ich jetzt zum Heli und weg? No more running for you, guys. Genau. No more running. Das finde ich immer scheiße, wenn sie dann so Physik animieren und dann die Frame Rate von der Physik Engine runter machen. Das sieht einfach scheiße aus dann. Evacuation Route, jetzt da hoch oder da? Safety Deck, kommen wir mal da lang, gucken, was wir hier noch anstellen können als Verabschiedung. Nichts, schade. Ja, genau, der aus Grünstadt. Der aus Grünstadt, der war schon anders. Choleriker. Nimm das Seil. Kannst den alten mit Latex-Gurte dran. Ja, genau. Genau. Burn, baby, burn. Geil. Ey, ist echt schön gemacht, ne? Hoppala. Jesus, Gregor! Gregor! What the hell? Get back, man! Gus, help me! Gus, don't let me die, please! Hauptsache, es läuft Feuer brennen. I wanna die! Komm, nimm mal eine Hand, Digga. Jesus, just hang on! Fuck! Fuck! Der zerplatzt da, als würde er auf Beton klatschen. Oh, ich auch. Nein, das überlebt niemand. Ja, sieht auch so aus, als ob er das nicht überlebt. Wie hoch sind die? 200 Meter? 250 Meter? Das überlebst du nicht. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? You know, it's Billy Chamberlain from way back. Oder eine Arschbombe von da oben. Alter. Billy up a bit. Come on. Das schießt dir das Wasser durch den Darm aus dem Mund wieder raus. Und wenn du Pech hast, oder Glück, je nachdem, worauf man steht, ist sogar ein Fisch mit dabei. Oh my
my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. 9 von 10 Haltungsnoten, siehst du? Die B-Note zählt, die B-Note. Das ist statt mit der 90 nur 120, wenn ich Glück habe. Ja. Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on our egg with this bump. Aua. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Die Ursel. Guys! Christ! He's gone cold! Shit! Guys! Get his leg! Yo. We can't leave him out here! Move! Fuck! Cass! I think he's deep! Nimm seine Beine! Wo sind die Beine? Eins habe ich gefunden! He's breathing, thank Christ! He's breathing! Wake up, Kaz. Why is he not waking up? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz? Genau. Nimm seine Beine, den Rest lassen wir liegen. Ob das so ein bisschen ist wie das Ding? Kennt ihr ja, ne? Wo in der Antarktis so ein Unfall passiert, auf einmal sind alle tot, außer du. Und dann sieht man die ganzen Monsters, die im Eis gefangen waren. So, Déjà-vu. Ja, komm doch raus, Digga. Was machst du denn? Die Kran bewegen. Wow. Okay. Klassiker, jawohl. Oh, Cthulhu, jetzt wo du das sagst. Ich habe noch ein Spiel. Das habe ich schon Ewigkeiten, habe da nie reingeguckt. Call of Cthulhu. Da könnten wir ja eigentlich auch mal reingucken, ne? Achso, festhalten. Kleine Mücken, Alter. Wo kommen die her? So. Andere restrictor access. Wie der Schotte sagen würde. Guck mal. Leute, was macht ihr für Physik? Will was drücken? Nee. Okay. Bevor wir da reinschauen, wie wäre es vorher mit etwas Demokratie? Ja, das sollten wir unbedingt mal machen. Ey. Ja, am Sonntag kriege ich den Junior gebracht. Thank Christ. Der kommt aus dem Urlaub. Vielleicht Freitag oder Samstag. Könnten wir das mal ins Auge fassen. You got me out. Did you get Gregor? I got you, aye. I couldn't find Gregor. Freitag wäre vielleicht sogar besser. I'm sorry, Cass. Jesus. You're the only one we lost. Oh, no. Rass is still in there. Why aren't these working? Cass! I need you to help me. Cass! What? What then? Right. What do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and aber raise the bell. Ist okay, oder? If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raps, it's all right. We're getting you out. Scheiße, ich hab nicht zugehört. Donnerstag geht's erstmal zum Service. Hab schon knapp 16.000 auf der Uhr, bei 50er sollte der. Oh, joi. Lautstärke ist okay, sehr gut. No, Kaz! You have to release the brake first! It's on the floor below you! Okay. Ah, da ist der Brake. Halt, erstmal lesen. Safety first, ja? Right. So. Bei einem Stromausfall oder einem Verhaken der Winde wird automatisch die Windensperre ausgelöst. Seht ihr gar nicht, ne? Tja, ich lese vor. Nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung bzw. dem Entfernen der Blockade muss die Windensperre manuell entriegelt werden. Schritt 1. Windensperre auf unterer Ebene entriegeln. Schritt 2. Winde über Windensteuerung auf oberer Ebene bedienen. Gefahr.
Zulässiges Gesamtgewicht 3 Tonnen. Nach dem fetten Frühstück. Drückt halten. Ziehen. So. Brake-Lever. Ich komme. Oh. Oh, ich rette dich. What happened? Don't know. The drill hit something. Aber ich, der Schrei, der stört echt. Nobody knows. But whatever it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out more. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raphs? I don't know, all right? Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. Der Dialekt. I'm here, Raphs. It's Brody! That's I'm gonna the get you the potatoes of it. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. Oh, all right. God. I'll head down now. Okay. Kann ich hier runter? Bestimmt. Ich muss wahrscheinlich sogar hier runter, oder? Da ging's nicht weiter, oder? Da vorne. Komm, wir gehen hier runter. Und hui! So. Oh, guck mal, jetzt ist hier offen. Ah, da kam ich ja rein. In die Szenerie. War da drüben? Nee, okay. Ja, das zu. Okay. Unterspringen? Nee, lieber nicht. Da geht's auch nicht weiter. Okay, gehen wir wieder hoch. Ich glaube oben die Tür, oder? Ja, vermutlich. Auch wenn er gesagt hat, unten rumgehen. Aber ja, okay. Da geht's auch wieder runter. Alles klar. Sind wir auf dem richtigen Weg.